Schwarzgrab. Der Hügel ist leicht zu finden und kurz hinter dem Neumarkttor aus sieht man, wie er sich aus dem Totenhain hervorlugt, wie eine Ratte unter einem Teppich. Beim Näherkommen seht ihr, dass er aus schwarzer Erde besteht. Eine ausgetretene Steintreppe führt durch den kleinen, überwucherten Eingang in die Dunkelheit hinab. Beim Einstieg bemerkt ihr dankbar einen Lichtschein von unten. Leider wird das Licht vom unverkennbaren Gestank des Todes begleitet. Ihr sinnt darüber nach, was für Diebe ihr Lager wohl an einem solch grässlichen Ort aufschlagen, als ihr das Treppenende erreicht. Dort findet ihr die Antwort. Ein Haufen grobschlächtiger Halsabschneider, die nicht sonderlich erfreut über euren plötzlichen Besuch sind. Weiter hinten ist einer, auf den die Beschreibung des Gesuchten passt. »Kümmert euch um die Unglücksraben«, sagt er und verlässt den Raum. Ihr könnt seinen Umriss noch vage erkennen, als er sich durch einen Gang und eine Tür zur Linken zurückzieht. Es kommt nicht alle Tage vor, dass jemand so dumm ist, uns all die Wertsachen selbst zu liefern, grinst einer der größeren Banditen und zieht eine rostige Klinge. Wir töten euch jetzt. Was für Narren. Hättet ihr Wertsachen, wärt ihr gar nicht erst hier runtergekommen. So beginnen wir. Wir sind Startcharaktere. Unsere Wertsachen belaufen sich auf eine Potion und ein trashiges Item. Gut, so, dann bitte ich einmal um zwei Karten, die ihr jeweils auf euer Spielbrett zieht. Die erste linke Karte bestimmt die Initiative, das ist das, was in der Mitte zu finden ist. Und wenn beide Karten liegen, dann beginnt die Runde. Also ich werde wahrscheinlich als erstes dran sein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, und werde den mittleren Banditen, könnte gut sein, dass ich den besiegen werde. Ja. Oder ihn zumindest schwer schädigen. Ich habe mir einfach mal vorgenommen, ich werde ein bisschen warten, bis die herangekommen sind, und dann würde ich ganz gerne im Fernkampf angreifen. Ebenso meine Natur ist. Als Tinkerer. Vergesst immer, dass man sich ja erst bewegen muss, bevor man angreift. Muss man nicht, man kann auch erst angreifen und sich dann bewegen. Du kannst die Karten in beliebiger Reihenfolge abhandeln. Echt? Ich hätte gedacht, die erste Karte müsste auch... Nein, die erste Karte legt nur deine Initiative fest. Du kannst die aber in beliebiger Reihenfolge abhandeln. Oben und unten. Ja, das ist meine erste. Und das ist meine zweite. Gut, alle Karten liegen. Start Round. Human Scoundrel fängt an mit der 4. Du musst handeln. Ja, als erstes wird dieser grimmige Bandit hier dran glauben müssen. Ja. Denn ich werde die Smoke Bomb untere Fähigkeit benutzen. Pull mit einer 3er Range, zwei Felder. Ja, hast du eine 3er Range? Banditen, ja, und diesen Banditen zwei Felder zu uns ziehen. Jawohl, damit ist die Karte Position discarded. Genau. Bevor ich ihn mit dem Flanking Strike angreife, ist eine Attack 3 mit plus 2 und einem Erfahrungspunkt, wenn das Ziel neben einem meiner Verbündeten steht. Die großartige Position des Kraycard hier erlaubt mir das. Das sind also 5 Schaden plus Modifier. Oh, einmal bitte deinen Modifier ziehen. Plus 1, mach ihn fertig. Gab es hier irgendwo einen Button dafür? Ich weiß nicht. Draw Attack Modifier, Battle Interface ganz rechts in der Mitte. Hast du das Battle Interface offen? Draw Attack Modifier. Minus 1, damit kriegt er nur 4 Schaden leider. Ja, wie viel Schaden hat er? Beziehungsweise wie viele Trefferpunkte? 6 Lebenspunkte. 6 Stück. Hat er Rüstung diese Runde? Nein. Nein, die normalen Banditen doch haben. Die Guard hat diese Runde 1 Rüstung. Ah, okay. Er hat 3 Schaden tatsächlich nur. Oh, und sie haben Poison, aber sie bewegen sich zum Glück nicht, bis auf diesen einen. Bewegen sich gar nicht? Nee. Ach, wird das Dingens wieso meinst du, dass sie sich nicht bewegen? Weil sie sich nur bewegen, wenn sie tatsächlich Move hier auf der Karte stehen haben. Ist das der Fall? Ja. Also da steht dann hier, wie es hier Attack plus 0 steht, steht da dann Move plus 0, wenn sie sich mit ihrem normalen Movement bewegen. Ja, okay. Da steht es zum Beispiel drauf. Wir müssen sowieso gleich wieder sortieren. Weil die Karte. Das hatten wir auch nie so. Okay, das ist ganz interessant. Gut, dann ist deine nächste Runde auch wieder discarded und die Guard fängt an mit der 15. Die anderen können sich nicht bewegen, die haben auch keinen Fernkampfangriff. Das heißt, Bandit Guard darf jetzt angreifen. Und zwar greift er denjenigen an, neben dem er steht, mit einem Nahkampfangriff. Und wenn er 2 zur Auswahl hat, das ist in dem Fall der Fall, Scoundrel, also die Dieben, oder den Crackheart, also den Steinmenschen,
Die höhere Initiative hat Service Crackard und dementsprechend wird er angegriffen. Er macht Giftschaden und hat Shield 1, Attack plus 0. Wir ziehen einfach mal einen Modifier. Plus 1. Oh Mann. Du kannst, wenn du Schaden verhindern möchtest, kannst du eine Karte aus deinem Deck abwerfen. Wäre eine Möglichkeit. Damit verhindere ich allen Schaden, oder? Allen? Damit den Schaden, der von ihm durchkommt. Nicht allen, genau. Aber den von ihm. Ja, genau, das meine ich. Genau. Wie viel kriege ich, würde ich dann kriegen? Du bekommst von einem normalen Banditen 3. Muss gerade mal auf den Schaden gucken. Nee, nur 2 plus 0 und Gift plus 1. Plus 1, also Schaden. 3 mit Gift. 3 mit Gift. Willst du die haben? Oder nicht? Das Gift erhöht den Schaden, den du von Angriffen bekommst, jeweils um 1, solange bis du einmal geheilt wurdest. Wenn du geheilt wirst, dann verpufft quasi der Heal und dafür wird der Gifteffekt entfernt. Genau, du bekommst kein Heal von mir, aber der Giftmarker wird entfernt. Gift bleibt dann auch aus, wenn ich eine Karte abwerfe. Wenn du eine Karte abwirfst, verhinderst du jeglichen Schaden und dementsprechend auch dann die negativen Effekte. Okay. Empfiehlt sich aber nicht, jetzt schon eine Karte abzuwerfen. Ja, doch, also schon. Gerade für die Tanks. Also ich würde es machen, danach wird sowieso wieder gemischt. Ich würde das machen in dem Fall. Okay. Ich würde gerne eine abwerfen. Wo lege ich die denn hin? Normalerweise Dann nimmst du eine von den Karten auf deiner Hand und discardest sie. Wird nicht discarded, die wird dauerhaft abgeworfen. Das ist der Knackpunkt daran. Sicher? Ja. Das ist der Knackpunkt daran, deswegen empfiehlt sich das nicht. Gerade am Anfang, weil du damit halt wirklich Karten verlierst, dauerhaft. Ja gut, aber 3 Schaden dann jedes Mal eine mehr, das ist schon hart. Ja, dann muss ich dich gleich healen, ne? Was wäre sonst die Option? Und dann nehme ich mal den Schaden. Ich bin ja ein Tank. Der Verlust von 2 Karten sehe ich hier gerade. Du musst tatsächlich 2 Karten verlusten, also losten. Dementsprechend sind sie tatsächlich auch weg, ja. Ah, okay. Nee, dann macht das auf alle Fälle Sinn, dass du da den Schaden so nimmst als Tank und du kriegst einen Giftmarker. Kannst du erstmal raufziehen. Na, warum mag es nicht? So. Gut. Dann ist die Guard fertig. Service Greckard 35. So. Ich kann mich hier zuerst 3 bewegen und dann mit 3 angreifen. Hochgesetzt ist die Frage. Ich könnte jetzt schon sofort da hinten hingehen. Ich könnte auch erst den Effekt fertig machen. Ja, du kannst ja auch erst angreifen und dann gehen. Und ja. Die Monster lassen jetzt quasi Gold fallen, wenn sie sterben, ja? Genau, richtig. An der Stelle, wo sie sind. Und man muss entweder den Loot-Effekt haben oder seinen Zug seine Bewegung auf dem Feld beenden, um zu looten. Ich glaube ja. Richtig. Ich würde an deiner Stelle würde ich ihn wegmachen, sonst macht er noch unnötig Schaden, dementsprechend Attack 3. Wäre jetzt meine Empfehlung. Beziehungsweise ich kann auch noch handeln mit einer Range 3. Dann lass mich den machen, dann beweg dich erstmal 3 nach vorne und greif vorne einen an, dann mache ich den weg. Ist ja, wie sie gesagt, ein sehr taktisches Spiel und jetzt, nachdem dann die Sachen abgelegt worden sind. 1, 2. Beziehungsweise hier standst du, 1, 2. Könntest dich auch noch dahin bewegen oder dahin, das kannst du dir überlegen. Kannst auch da stehen bleiben. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen. Bleib mal sonst da stehen, dann hast du mich noch genug Entfernung zu mir, wenn ich dann ein Range Heal mache. Dass ich dich dann auch noch erreiche. Ah, okay. Ja, sonst hätte ich in der nächsten Runde mich beide angreifen können. Ich mach das jetzt erstmal. Die kommen sowieso gleich auf dich zu. So, ja. Dann erstmal, das ist deine Bewegung, dann wird die discarded und dann hast du noch einen Attack 3. Dann zieh mal bitte einen Attack Modifier. Nee, nicht für das Monster, deinen eigenen, auf der rechten Seite, Battle Interface. Okay. Genau, plus 1, dann machst du 4 Schaden und Immobilized und du erzeugst Erde. Ich muss gerade gucken, dann sagst du Create Earth. Genau. Und dann kannst du ihm bitte 4 Schaden reindrücken und wir ziehen ihm einen Immobilize. Zack. Dann kannst du auf Discard bitte selber drücken. So, dann kann ich überlegen,
You and your annähernden Allies add plus 1 Attacks auf to all your attack this round. Okay, das bringt mich halt nicht voran, da brauche ich eine höhere Initiative. Dann werde ich einfach mal mit Attack 3. Ich werde die Inkbombe werde ich nicht machen, weil ich sonst die Karte losten müsste. Das will ich nicht. Das heißt, ich werde mit dem Enhanced Field werde ich Attack 3, Range 3 machen. Ziehe nochmal einen Modifier, plus 0. Und dann fällt er nicht um, weil er ein Schild hat, ne? Das ist so richtig. Richtig, dann bekommt er 2 Schaden von mir. 1, 2. Schade. Und ich kann mich noch bewegen. Und zwar mit 4. Werde ich verfallen lassen. 1, 2, ich kann mich hier hinstellen. Zack. Dann sage ich auch diese discarded. Und dann ist die Runde zu Ende. Erde wird von einem Strong Element Fusion Board auf Warning runtergelegt. Das wird also abkühlen gerade. Und wir haben neue Karten, die wir legen dürfen. Die Runde ist beendet, ja? Genau, Runde ist beendet. Ach gut, Monster-Modifikatoren sind auch gemischt automatisch. Sehr schön. Richtig. Heißt, es wäre ja zu empfehlen, dass ich diesen Banditen direkt am Anfang der Runde besiege, noch bevor er angreifen kann. Das wäre zumindest sehr hilfreich, ja. So, dann will ich mal das probieren. Schauen wir mal, inwiefern ich da hilfreich sein kann oder auch nicht hilfreich sein kann. Gut, meine Karten liegen. Die linke meine Karte. Noch nicht, ich muss gerade noch über meine Initiative nachdenken. Genau, die linke Karte bestimmt die Initiative, will man früh oder will man spät dran sein. Immer so ein bisschen schade, wenn die Gegner dann noch 1 oder 2 Lebenspunkte haben. Und da muss man eine Karte für die verwenden, um die 1 oder 2 Lebenspunkte wegzukriegen, obwohl man viel mehr Damage machen könnte. Ich hoffe, ich schaffe es, den ersten zu werden. Ja, früh genug. Ich wollte gerade sagen, ne, mit seinem einen Lebenspunkt wäre das halt schon schön, wenn der weg ist. So, Start Round. Wir fangen an mit dem Quadril Tinkerer. Das bin ich. 17. Ich habe eine sehr hohe Initiative. Vor den Guards dran, zum Glück. Ich habe eine sehr hohe Initiative gewählt. Ich schaue gerade mal. Du bist gerade nicht addicted zu mir, ne? Dann werde ich Shield 1 machen. Das heißt, ich werde mich selber shielden. Leider steht gerade niemand bei mir. Ist keiner addicted. Ich werde ihn mal auf den Active-Stapel legen. Und was ich noch habe, ist Heal 3 auf Range 3. Die Range 3 ist 1, 2, 3 Stück. Das heißt, du kannst dir den Giftmarker entfernen, bevor du jetzt den nächsten Schaden bekommst. Das ist dein Zustand, den kannst du von dir runternehmen. Nein, deine Lebenspunkte bleiben weiterhin bei 7. Geändert. Ich guck gerade in dem Kontextmenü, wo ich den Marker wegmachen kann. Du musst einen Rechtsklick oben auf den Marker machen. Du brauchst aber den richtigen Kamerawinkel, ansonsten klickt er leider auf irgendwas anderes. Ja, der ist gerade entfernt worden. Okay. Marker ist nicht mehr drauf. Dann ist der Tinkerer durch. 36, die Human Scoundrel ist dran. Und sie Dieben. Ja, dann werde ich zuerst mal meinen Giftdolch einsetzen gegen den Banditen vor mir. Das ist eine Attack 3 mit Poison, die einen Erfahrungspunkt bringt. Das ist mal 2, dann kriegt er 6 Schaden, was mir natürlich nichts bringt in diesem Fall. Er ist so oder so besiegt. Genau, Move 0 und Attack 0 ist eine ganz normale Karte. Mit einer normalen Initiative. Sollte dann jetzt Geld fallen lassen. Wenn ich genau, dann machen wir mal Steuerung C, Steuerung V und schmeißen da mal Geld auf den Stapel. Die Kreatur der Bandit Guard ist natürlich dein Kill. Ob das später wichtig wird, das entscheiden wir später. Sehr gut. Und du hast eine weitere Karte, die bitte auch abgeben. Genau, wird. Nämlich Move 2 und loote jeden Hex, durch den ich mich bewegt habe. Oha, jetzt kommen die richtigen Karten. Das heißt, du kannst dich 2 Felder nach vorne bewegen und lootest das Gold. Zeichnet. Dann ist die Human Scoundrel mit der 36 durch, Service Crack Card 38. Und 2 Erfahrungspunkte habe ich schon gesammelt bisher, muss ich mir mal aufschreiben. Und bitte deine Karte discarden. So, erstmal. Um die Guard vor mir wegzubekommen, greife ich mit dieser Karte. Ups. Nicht auf die Karten klicken. So, mit dieser Karte hier an. Das ist zwar die Range 5 Karte, aber damit mache ich genau die 2 Schaden, wenn ich jetzt einen schlechten Attack-Modifier erziele.
Du musst aber im Nachteil, du bist im Nachteil, weil das eine Range-Karte ist. Das heißt, du musst meines Wissens zwei ziehen. Du musst zwei Attack-Modifier ziehen und den schlechteren nehmen. Das genau. Ist so richtig. Weil du im Range stehst. Damit. Minus 1, ja. Dann musst du die minus 1 spielen. Schade. Meine Range, meine Attack-Modifier-Event wäre dessen geschaffelt, weil ich ja die mal 2 gezogen habe. Stimmt. So, aber einen Schaden bekommt er. Genau, auch dann bitte für dich die Karte discarden danach. Und du hast noch einen weiteren. Move 2, all addicted allies and enemies suffer 1 damage. Ja, das ist doch schön. Nicht dann stirbt geplant, er jetzt doch. Dass du neben mir stehst. Dann werde ich jetzt gleich mal drüben hingehen. Ja, aber dann stirbt er trotzdem. Ja. Nehmen den mal zu mir. Genau, stell ihn dir neben dein Board. Den Schaden bekomme ich trotzdem, ja? Schaden bekommst du trotzdem, ja. War nicht geplant, dass du jetzt neben mir stehst. Das ist natürlich auch ungünstig, weil die Bandit Guard mich jetzt angreifen würde. Dann gehen wir auf die 50. Die Bandit Guard hat eine Move 0 und Attack 0. Das ist der Modifier für diese Runde. Ansonsten greifen sie mit 2 Schaden und 2 Bewegung an. 2 Schaden, 2 Bewegung. Die bewegen sich jetzt, weil sie es dürfen, auf denjenigen zu. Wir fangen von links an, der am nächsten steht. Das ist in diesem Fall die Scoundrel. Der hier steht schon dran, der muss sich nicht bewegen und dieser kann hier 1, 2 gehen und steht dann auch neben dem Crackheart. Jetzt kämpfen sie und zwar gegen die Scoundrel. Ich ziehe eine Karte. Sind 2 Schaden auf dich, Scoundrel. Ziehst du die bitte ab. Dann gibt's 2 Schaden Nummer 1. Das ist das erste Mal für den Crackheart. Und wir ziehen eine weitere. Sind 3 Schaden für den Crackheart. So. Gut, dann ist die Guard mit 50 durch und wir beenden die Runde. Nächste Runde, jeder sucht sich bitte wieder eine neue Karte aus. 2. Wäre ja schön, wenn jemand meinen Crackheart mal ein bisschen heilen könnte. Heilen ist nicht drin, aber ich kann dir zur Hilfe eilen. Ja, aber das bringt auch nichts mehr, wenn ich schon tot bin. Das ist wahr, und dann ist es an unserem Tinkerer, dich zu heilen. Eins, zwei. Gut, ich habe meine Karten ausgewählt. Eine fehlt noch vom Crackheart. Das Element Erde ist mittlerweile auch verbraucht, hat niemand genutzt. Das ist wieder auf dem normalen Wert. Es wäre vielleicht für unseren Crackheart auch sehr sinnvoll, dann die Lederarmor zu aktivieren. Wie lange gilt die denn? Die gilt auch nur einen. Die gilt so lange, bis du angegriffen wirst. Und du kannst zusätzlich auch einen Heiltrank selber trinken. Wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, ist natürlich ein Self-Heal during your turn. Attack the attacker gains disadvantage on the attack. Genau, ein Nachteilswürfel also, zieht 2 Karten und muss die schlechtere nehmen. Also genau einmal. Und das muss ich vorher machen. During your turn. Während deines Zuges musst du die aktivieren. Okay. When attack. Nein, wenn du angegriffen genau, wirst, when attack. Aktivierst du die. When attack. Dann kannst du dich entscheiden. Okay, also direkt. Genau, wenn der Bandit dich jetzt schlagen sollte, könntest du die aktivieren. Allerdings bevor der Bandit seine Modifikatorkarten zieht. Okay, ich habe gerade echt keine guten Karten, dann muss ich die hier... Einfach Schaden machen. Ja, leider geht das gerade nicht. Nicht gut, aber gut. Ja, dann Start Round. Human Scoundrel mit der 6. Ja, die Scoundrel wird sich erstmal 6 Felder bewegen. Ja, die untere von deinen Fähigkeiten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um dem Crackheart hier hinten beizustehen. Ja. Hilft natürlich wird dann nur bedingt. Attack 3. Wird und dann Single Out als Angriff nutzen. Das ist eine 3-Attack mit plus 2 und einem XP, wenn das Ziel neben einem meiner Verbündeten steht. Das ist der Fall. Mhm, für beide damit sogar. Werde ich diesen hier angreifen. Und nicht treffen. Ja, Miss. Shuffle Deck. Out. Schade. Dann bitte beide Karten discarden. In dem Fall sind sie zumindest discarded. Und wir machen weiter mit Quattro Trinkerer. Ich bin auf der 16. Jetzt überlege ich gerade. Ich werde erst einmal den... Ja, Heal 2. Den habe ich nicht, ne? Die Reichweite okay. Fehlt.
Das heißt, ich werde... Ich fange erstmal an mit dem... Ich werde hier diese Karte, die Harmless Contraption, werde ich benutzen, um mich 2 zu bewegen. Das kann ich nämlich immer machen. Ich muss die Fähigkeit nicht benutzen, die Heal 2, Range 3, sondern ich kann mich bewegen. Das ist das, was auf der unteren Karte möglich ist. Und ich werde mich 2 bewegen. Und zwar 1, 2. Dann stehe ich neben dir und dann werde ich meine obere Fähigkeit benutzen. Heal 5 auf Range 2. Und damit ist die Karte nicht discarded, sondern sie ist tatsächlich lost. Ich bekomme aber 2 Erfahrungspunkte dazu. Und ich bekomme... Du bekommst 5 Lebenspunkte von mir. Tuakal, weißt du, ob ich da noch einen Modifier ziehen muss? Nee, ne? Nein, Heals kriegen keine Modifier. Gut, dann ist der Quadral Tinkerer mit seinen 16 durch. Service Cracker hat 46. So, zuerst kommt die obere Aktion meiner ersten Karte. Das sind ganz mal 3 Schaden. Leider haben wir noch keinen, der Schaden hat. Deswegen greife ich an den unteren. Der vielleicht danach nicht unseren Tinkerer angreift. Ja, macht er sowieso nicht, weil du die höhere Initiative hast. Sehr gut. Machst wenn mal er, 2, ne? Sind 6 Schaden. Wenn er kein Schild hat, ist er dann weg. Guck gerade mal rauf. Er du hat hast allerdings einen Mist gezogen, wenn ich das richtig sehe, ne? Was habe ich gezogen? Nee, er hat mal 2. Nee, das ist mal 2. Mal 2. Schade, dass du nicht den oberen angegriffen hast. Move wieso? Minus 1. Sie bewegen weil sich also sehr Richtung. Hilfreich für mich gewesen wäre, wenn 2 meiner Allies neben dem unteren Bandit Guard stehen. Was ist denn Strengthen? Also, ist das ein Vorteilswurf in diesem Fall? Strengthen ist, dass du 2 Attack Modifier ziehen darfst. Und den besseren. Und den besseren nehmen. Okay, gut. Aber auf alle Fälle ist derjenige, den du angreifst, tot. Untere okay. Bandit Guard hattest du gesagt? Hatte ja leider schon den unteren angegriffen, das wusste ich nicht. Genau. Damit ist deine erste Aktion durch. Gucken gerade mal. Auch du bitte wieder discarden. Und ihr bleibt noch an Move 3. Ja, aber kann ihn doch verfallen lassen, weil bringt mir halt nichts. Wenn du nicht bewegen willst, kannst du auch verfallen lassen, ja. Ja, bringt mir halt gerade nichts. Gut, dann sind die Guards dran. Ne? Die Guards haben, wie gesagt, eine Bewegung von minus 1 und sie können normalerweise 3 Schritt bewegen. Ne, 2 Schritt. Guck gerade mal. Ne, 2. In diesem Fall 3 minus 1 sind 2. 1. 2. Beziehungsweise er kann auch dahin gehen und ich möchte ihn auch bitte dahin ziehen. Und der andere bewegt sich nicht. Dann greifen sie an, haben sie... Attack 0, aber ein Strength. Und das heißt, sie ziehen 2 Stück. Wir fangen mit dem linken wieder an. Beendet Guard Nummer 6. Er wird Crackert angreifen. Das ist der erste mit einer plus 2. Und das ist der nächste mit einer... Das heißt, er macht aktuell an dir 4 Schaden. Ich hätte gerne meine Lederarmor aktiviert. Ja. Wenn das geht, nachdem ich den Attack Modifier gesehen habe. Nee, geht nicht. Musst du eigentlich vorher machen, allerdings würde es dir sowieso nichts bringen, weil die plus 2 hätte er trotzdem. Dadurch, dass er Strengthen hat, würde die Disadvantages nur auf plus minus 0 reduzieren, damit zieht er einen Modifier und das wäre trotzdem der plus 2 gewesen. Genau. Nächstes Mal, wie gesagt, vorhersagen, konntest du jetzt, ich fahre mal jetzt natürlich sehr schnell, aber ganz generell kannst du das beim nächsten Mal machen. Du könntest gedacht, das aber für den zweiten direkt. Bandit Guard tun. Richtig, genau. Also du verlierst jetzt erst einmal 4 Leben. Ja. Dann bist du bei 3. Jetzt die Frage an dich. Möchtest du jetzt deine Lederarmor, denn er ist auch Strengthen. Er hat das gleiche. Ja. Möchtest du? Ja. Gut. Dann zieht er nur eine Karte, also ist eine plus 1. Die Monster ziehen erschreckend gut heute. 3 Schaden. Das stimmt. 3 Schaden. 3 Schaden. Und den Trank kann ich... Jetzt trinken quasi. Ja, okay. Kann ich jetzt noch sofort trinken. Beziehungsweise, ich glaube... Performer Heal. Den Trank kannst du tatsächlich nur in deinem Zug trinken. Du müsstest jetzt also Karten abwerfen, um nicht zu sterben. 2 Stück, oder? 2 Stück, um den Schaden zu verhindern, richtig. Dann, das ist schon unglaublich heftig. Schau mal gerade, weil ich da wegmachen kann. 2 Stück Losten. So, das ist Nummer 1.
Muss gleich rasten, ne? Muss nur eine kurze Rast machen, tun wir keinen. Wir müssen alle gleich rasten. Nee, ich hab noch ein paar. Also okay. Ich werde noch 2 Züge machen, weil ich dann meine Stamina Potion wahrscheinlich benutzen werde. Richtig. Gut, dann sind beide Monster durch. Ja, vielleicht auch nicht. Du hast deine Karte gelostet, 2 Stück? Ja, ich gucke gerade noch. Ich glaube, ich nehme... Ja. Gut, dann schauen wir mal nach. Wie schnell wird denn unser Crackheart dran sein nächste Runde? Weißt du das schon? Ja. Also du darfst natürlich keine genaue Initiative ansagen, ne? Aber du kannst natürlich sagen, ob du wahrscheinlich früh so im Mittelfeld oder eher spät oder sehr spät dran sein wirst. Ja, ich schaue gerade, was ich hier machen kann. Du kannst ja auch immer noch eine lange Rast machen oder auch eine kurze Rast. Das lohnt sich jetzt halt nicht wirklich für dich. Du solltest tatsächlich jetzt wieder irgendwas tun. Du kannst ja auch immer mit einer plus 2 angreifen. Das geht ja auch immer. Das stimmt. Nächste Runde mache ich schnelle Schläge. Also ich werde nächste Runde sehr spät dran sein. Damit, wenn die Banditen dran sind, bevor unser Crackheart sich irgendwie heilen kann, die eine Bandit Guard auf jeden Fall mich angreift. Ist auch eine gute Idee, ja. Sehr taktisch sinnvoll. Wird zwar für mich mit meinen 5 Lebenspunkten auch ein Problem, aber... Ach, ja. Wenn sie nicht nur mal 2 ziehen, dann sollte es das eigentlich schaffen. Jetzt ziehen beide nur mal 2. Gut, es liegen alle. Start Seth's Crackheart, 13. Fängt als erstes an. So, sehr ich gut. Mache einfach eine ganz normale +2 Attack. +0. Wäre gut, wenn du diesen Bandit Guard hier schlagen könntest. Ja. Solange er keine Boni hat, ziehe ich ihm dann 2 Punkte ab. Nee, hat er nicht. Er hat nur +-0, hat kein Schild. Ups, das waren 3. Dann ist so. Deine erste Aktion durch. Was ist und, mit deinem zweiten? In der zweiten Aktion werde ich meinen Heiltrank trinken. Nee, das kannst du auch unabhängig davon machen. Nee, den kannst du unabhängig davon... Muss halt in deiner Runde passieren. Ja, klar, aber ich kann mich ja... Also es macht ja keinen Sinn, wenn ich mich jetzt bewege. Ja, also du kannst... Also trink ihn, genau, dann wird die Karte gelostet. Das ist schon mal okay. Kommt auf den Lost-Stapel, du bekommst 3 Lebenspunkte dazu. Das war zu viel. Das war einer zu viel, genau. So, jetzt ist die Frage, welche von den beiden Aktionen hast du benutzt, um zu kämpfen? Ah, die erste hier. Die erste, das heißt, die ist schon mal die ist schon erstmal discarded. Ja, genau. Dann hast du immer noch einen Move 4. Ja, aber das macht ja keinen Sinn, deswegen kann die auch discarded werden. Dann ist der Quetzal-Twinkerer dran mit der 37. Ich fange an mit dem Heal 3. Den werde ich auf dich wobei. Du hast wie viel? 7 hast du noch, ne? 6 hat der Crackheart jetzt gerade. Ja, dann nimm mal den Heal 3 auf Range 3. Mit dem anderen bewegst du dich aber hoffentlich, oder? So, und dann haben wir noch einen Move 2 oder einen Loot 2. Da kann ich 2 Dinge aufnehmen, die gerade neben mir liegen. Das ist halt eine Coin. Nicht. Nee. Deswegen wundere ich mich gerade. Mit Loot 2 lootest du alles, was in Range 2 zu dir liegt. Du würdest also looten dieses Feld, dieses Feld, dieses Feld, dieses Feld und so das weiter. Ist, also das alles, ist ja nice, okay. Alles mit einer 2er Reichweite. Okay, ich dachte alles, was jetzt neben mir liegt. Nein, nein, das lohnt sich also auf keinen Fall für einen Coin, der neben dir liegt. Deswegen würde ich dir empfehlen, dich zu bewegen. Ja. Weil das für große Mengen. Ja, machen wir später, gut. Dann stelle ich mich hier hin und ende meine Runde hier an der Stelle. Was bedeutet... Herr Tinkerer, Sie haben da was am Kopf. Genau, was bedeutet, dass ich den Coin bekomme? Weil ich meine Runde hier auf diesem Loot-Coin beende. Damit ist meine Runde durch. Guards sind dran mit der 50. So, wir hatten schon nachgeguckt. +-0. Sie können sich bewegen. Sie müssen sich nicht bewegen. Sie stehen dran. Das heißt, Bandit Guard Nummer 6 greift an. Hat wieder eine 2. Macht da 3 Schaden an Service Crackheart. Genau. 3 Schaden für mich. Du bekommst 3 Schaden und Bandit Guard Nummer 5 greift den mit der höheren Initiative an. Aktuell stehen wir alle 3 neben ihm. Er greift den Human Scoundrel dran. Und mit einer 2 Schaden für dich. Sehr gut. Dann ist die 50 durch, Human Scoundrel. So, machen wir das hier. So, dann steht es auch im Chat.
kann ich jetzt meine Sinister Opportunity nutzen. Das ist eine Dreier-Attack mit plus 1 für jeden meiner Verbündeten, der adjacent zum Target steht. Das sind beide meine Verbündeten. Richtig. Damit sind das 5 Schaden und jetzt hätte ich gerne einen guten Attack-Modifier und damit ist dieser Bandit tot. Sehr gut. Schönes Ding. Er ist Karte besiegt. Ist discarded und du darfst noch Loot 1 machen. Alles, was um dich herum liegt. Genau. Und damit kriege ich gleich die Münze, die er gerade hat fallen lassen. Genau. Mach einfach mal STRG-C, STRG-V, dann kannst du die Karte von da wegnehmen. Ja, so langsam leert sich der Raum. Ein Bandit Guard ist noch dabei. Du hast noch, Loot ist auch weg, discarded und die Runde endet. Denkt an eure kurzen Rasten oder auch an eure langen Rasten, wenn ihr das dann machen wolltet. Ich werde jetzt gleich eine lange Rast machen, kann ich ja schon mal ankündigen. Legt ihr den Bandit Guard alleine hin? Ich habe noch eine Karte. 2, 3. Dann musst du jetzt quasi, entweder du rastest jetzt am Ende dieser Runde, du solltest am Ende dieser Runde rasten, also jetzt solltest du rasten. Ja, deswegen frage ich. Genau, dann machen wir eine Short Rest. Wir nehmen mal gerade diese Karte hier weg, dann drückst du diese hier, dann drehst du diese hier, die discardet einmal rum, mischst du einmal und diese eine wird jetzt hier gelostet. Du kannst sie dir vorher angucken. Diese würde jetzt gelostet werden. Du kannst auch sagen, nee, das soll nicht so. Dann würdest du halt die nächste losten. Aber das kann ich nur einmal machen. Beziehungsweise, ich glaube, das ist nur bei der langen Rast kannst du es da aussuchen. Bei der kurzen Rast kannst du es ja nicht aussuchen. Genau, bei der kurzen Rast kannst du es dir nicht aussuchen. Es wird eine zufällige abgeworfen. Du kannst allerdings, es gab irgendeine Möglichkeit, mit der kurzen Rast eine andere Karte abzuwerfen. Gucken wir uns nächstes Mal an. Die ist mir schon jetzt recht gerade. Alles gut. Und dann nehme ich die. Alle 7 kannst du ja wieder aufnehmen. Genau, das ist jetzt am Ende der letzten Runde passiert und jetzt startest du wieder in die neue Runde. Alright. Ich habe leider gar nicht mal so viele Karten. Schauen wir mal, was das wird. 1, 2, 3. Meine Karten liegen. Ich lege keine Karten, da ich eine Long Rest mache. Du machst eine Long Rest? Ich mache eine Long Rest. Dann trag das bitte ein im Battle Interface. Schon passiert. Hast du das schon gemacht? Ja. Steht schon im Chat. Start Round. Scoundrel ist bei der 99, genau, dann passt das Quadro Taker mit der 20. Dann fange ich mal an. Und zwar werde ich Attack 1 auf Range 3 machen und ihn stunnen. Zieh trotzdem nochmal einen Modifier. Dann mache ich keinen Schaden. Keinen Schaden, er ist trotzdem gestunt. Und kann nichts tun. Ich bewege mich 1, 2, 3, 4 und bleib hier stehen. Damit endet meine Runde und ich darf den Coin einsammeln. Und meine Karten sind discarded. Damit das Service Crack hat mit der 35. Ich werde zuerst eine 3er-Attacke machen und mit etwas Glück ist er dann auch weg. Dieses Glück hatte ich leider nicht. Das heißt, er bekommt nur 2 Punkte Schaden. Diese Karte wird discarded. Und mit der nächsten Karte bleibe ich einfach da stehen, weil bringt jetzt nichts, sich zu bewegen. Gut, das discarde sie. Die Guards sind dran. Mit der 70. Attack plus 1, Move minus 1. Sie müssen sich nicht bewegen. Sie greift den mit der höheren Initiative an. Das ist Service Crackheart. Mit einer plus 1. Draw. Dann machen sie 3 Schaden an dir. Die nehme ich. Ja, und damit ist die Runde durch. Scornel hat einen Longer Rest. End Round. Ja, meine Karten habe ich natürlich schon wieder aufgenommen, eine abgelegt, im Gegensatz zur Shortrest eine, die ich mir aussuchen darf. Dann kriege ich noch 2 Lebenspunkte zurück und könnte prinzipiell alle meine Items refreshen, die geflippt sind, allerdings habe ich noch keine benutzt. Gut, meine Karten liegen. Eine noch nicht. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich tun soll. Wie sieht es bei euch aus? Der Tinkerer
Ich werde einen schnellen Start hinlegen, ich werde ihn aber wohl nicht besiegen, da gehe ich nicht von aus, das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber ich werde ein bisschen Schaden machen und ihn ein bisschen nerven, also du solltest nach mir dran sein. Ich versuche so schnell wie möglich zu sein, aber... Ich überlege gerade, Achso, warte mal, das hat ja gar nicht mehr so viel Sinn für mich macht. Vielleicht kriege ich ihn auch. Ob es Sinn für mich macht, sehr spät dran zu sein, um mich dann... in meinem Zug zu bewegen, die Tür zu öffnen und direkt einen Fernkampfangriff zu machen gegen das Erste, was dahinter ist. Mach mal. Wir werden ihn auf alle Fälle besiegen. Ja. Geh mal davon aus. Ich habe aber wenig Angriffskarten mehr. Ja, aber wenn wir die Tür sowieso öffnen, dann musst du dich ja auch wieder bewegen können. Okay. Geh mal davon aus, dass du solltest nach mir dran sein. Ich werde versuchen, früh... Und dann stell dich mal darauf ein, dass die Tür eingetreten wird und die anderen auch agieren, ne? Die greifen ja auch dann sofort an mit ihrer Initiative. Geh da mal von aus. Also der Synchra möchte gerne zuerst dran sein. Versuch's ja. Dann versuche ich, möglichst spät dran zu sein. Kann man eine Tür in einer laufenden Bewegung öffnen oder muss man auf dem Feld seinen Zug beenden? Nein, du kannst die Tür eintreten, dann wird aber die Initiative bestimmt und dann kannst du weiterlaufen. Und wenn die Initiative der Wachen höher sein sollte, dann dürfen die auch sofort schießen. Wenn sie an dich rankommen, das ist halt nochmal eine andere Sache. Aber nee, der Zug wird beendet und danach sind die Wachen dran, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also die greifen nicht in den laufenden Zug ein, sind dann aber danach unmittelbar dran. Fertig. Du bist fertig. Punkt, wir sind das der erste Raum, ist immer das, was am längsten dauert. Battle Tanker. Die 18. So, dann ist die 18 dran. Ich mache eine Attack 2 mit Range 3. Ich muss gerade mal gucken. Ich werde mich zuerst aus seiner Reichweite bewegen. Target one adjacent enemy. Also ich werde ihn immobilisieren, damit kann er sich nicht bewegen, sein Stun ist gerade weg. Beweg mich. Setz ihn mal wieder. Gut, danke. Ich gehe ein Feld nach da. Das ist mein Move 2. Damit ist diese Karte discarded. Und jetzt schieße ich auf Range 3 mit Poison und ich erzeuge Erde. Schauen wir mal, was mein Modifier sagt. Miss. Nicht getroffen. Schade. Das ist Mist. Ja, die Guard ist dran. 35. Die Guards sind dran. Move minus 1. Müssen sich nicht bewegen. Haben Range-Angriff. Brauchen sie nicht. Sie greifen einfach den Synchra an. Kriegt 2 Schaden. Eckhardt los 2 Schaden. Und damit ist die Human Scoundrel dran, 60. Das ist ja sehr ungünstig, dass dieser Typ da jetzt noch steht. Ja, tut mir leid. Hatte ich mir auch anders vorgestellt, aber kannst trotzdem den Raum öffnen, wenn du willst. Ja, das werde ich auch tun. Ich habe eine Fünferbewegung mit meinem Giftdolch, warum auch immer der dafür sorgt, dass ich schnell laufen kann. Ich werde mich 3 Felder bewegen und die Tür öffnen. Und falle erstmal um. Ist da eine Elitewache vor uns? Oh. Das ist eine Elitewache vor uns. Das ist nicht so gut, weil die Wachen in dieser Runde Reichweite haben. Dementsprechend habe ich glücklicherweise noch 2 Punkte Bewegung. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, denn die Wache hat eine Reichweite von 2. Das heißt, da wo ich jetzt stehe, kann sie mich noch angreifen. Sie kann sich aber auch bewegen, wenn ich das richtig sehe. Ne? Minus 1, die Elitewache hat eine Bewegung von 2, also 1 in dieser Runde. Das heißt, sie könnte ein Feld nach vorne laufen. Ja, du müsstest also 2 Felder nach hinten gehen. Und könnte damit noch 2 Felder weit schießen. Das heißt, ich müsste weit genug zurückgehen, um sie trotzdem noch in meiner Reichweite, die da 4 Felder beträgt, zu haben, was der Fall wäre. Und das ginge, wenn ich mich hier hinten bewege. Jetzt brauche ich einmal das Lineal. Ja, sieht gut aus.
Gut aus, ne? Hey, das ist das erste Feld, da kann sie hingehen. Eins, zwei, genau, dann reicht's. Dann kommt genau. sie an niemanden mehr. Sie kann auf keinen von uns schießen. Sehr gut. Dann ist deine Bewegung abgeschlossen. Genau, dann benutze ich jetzt meinen schnellen Bogen in Swift Bow für eine Attack 3 auf Range 4 gegen die Elite-Banditenwache. Und das ist eine minus 1, damit sind das 2 Schaden. Er hat Schild 1, ist aber immerhin einen Schadenspunkt, den er bekommt. Gut, dann ist die Sache auch discarded. Und jetzt machen die Wachenfang an. Muss man gerade mal gucken, das sind ja auch Archer, ne? Haben wir ein Archerfeld? Ja, die haben Archer und die dürfen auch nochmal einen Attack-Modifier ziehen. Die dürfen sich ganz normal bewegen. Die Archer sind auf der 31. Bewegen sich 2 Felder und haben eine Range von 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, mach du. Ja, der dürfte sich logischerweise hierhin bewegen. Wenn du willst, das wäre möglich. Der nehme ich an, weil hier... Kann naja, wobei, normal. Es macht keinen Unterschied. Genau. Nee, der Elite-Archer bewegt sich tatsächlich zuerst. Damit sollte das kein Problem sein. Bandit Guard auf der 35 bewegt sich ein nach vorne, hat aber kein Ziel, was er angreifen kann. Er sieht zwar ihn und ihn durch die Tür, aber mit erstes Feld, zweites Feld, da wird das nicht reichen. Das ist nämlich kein Fernkämpfer. Und die andere Guard hat er schon zugeschlagen. Dann ist nach der Human Scoundrel Service Crackguard. Okay. Ich werde zuerst hier diese Guard angreifen, damit die mal weg ist. Ja. Oder wie lange hält der Stun denn noch? Der Stun ist schon durch. Aktuell ist er nur angepinnt an den Boden. Okay. Ja, dann werde ich mit einer ganz normalen Attacke ihn angreifen. Muss gerade mal gucken. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist echt schade. Mit dem Dirt-Tornado, also mit dem Schmutz-Tornado, könntest du natürlich auch nochmal Erde aufbrauchen. Den haben wir aktuell, ne? Wäre das Erde aktiviert. Aber du hast ja sowieso nicht getroffen. Mm-mm. So, mit dem zweiten wollte ich mich jetzt eigentlich ein Stück weit bewegen können, aber das bringt mir jetzt auch nichts mehr. Ich würde mich höchstens noch direkt in die Range von der Elite Guard reinstellen. Was blöd ist mit einem von 10 Lebenspunkten, sehe ich gerade. Da habe ich so wenig Lebenspunkte auf einmal. Weil du eben angegriffen wurdest. Ich mache übrigens eine Short Rest am Ende meiner Runde. Was gleich bei der 99 passiert. Ja, dann muss ich die zweite Karte hier auch discarden. Warum? Na, ich kann mich ja hier oben hin nur noch bewegen. Aber das bringt ja nichts, weil ich naja, dann sowieso nur noch einen Container. Dann lass es sein, jo. Bleib da stehen. Crackheart. Schaffst du es? Nee, so schnell kannst du wahrscheinlich überhaupt nicht agieren. So, dann versuche ich mal hier rauszuholen. Schaffst du es, den Bandit Guard 6 zu töten mit einer einstelligen Initiative? Nein. Würde das der Tinkerer schaffen? Ich werde jetzt erstmal heilen müssen, also das ist jetzt meine Aufgabe, die ich mir aktuell gesetzt habe. Versuch gerade unseren Tinkerer wieder zurück ins, nicht unseren Crackheart wieder zurück ins Leben zu healen. Könnte das schaffen mit einem extrem niedrigen zweistelligen. Eins, zwei. Oh, das ist jetzt die große Frage, ob die sehr, sehr, sehr extremst niedrig zu... die Umschreibungen sind hervorragend. Mit sonst einer geradezu namenlos niedrigen. Oh, der war gut. Das ist allerdings trotzdem noch zu langsam für das, was ich vorhabe. Dann muss ich mir etwas anderes überlegen, wenn das nicht funktioniert. Also wenn du nicht weg von mir läufst, dann könnte ich dir auch auf der Entfernung, wo du gerade stehst, könnte ich dir noch einen Heal reindrücken, ne? Crackheart. Und das solltest du auch gerne annehmen. Wenn du jetzt von mir wegläufst, haben wir ein Problem. Ja, ich hatte nicht vor, wegzulaufen. Also es wäre gut, wenn du, Frosty, es schaffen würdest, den
Bandit Guard zu töten. Ich kann nicht, ich muss heilen. Ich heile jetzt den Tinkerer von 1 auf, der hat nur noch einen Lebenspunkt. Der muss jetzt erstmal nach oben gehen. Ich habe keinen Fokus jetzt gerade für die Banditen. Eben hätte ich ihn leider noch wegbrezeln können, aber wenn ich halt leider misse, dann... Das ist natürlich problematisch. So insgesamt. Ja, also da hinten, die Bogenschützen, die brauchen doch ein bisschen. Und den Elite, der muss auch nochmal zwei Runden anrennen. Wir müssen erstmal den anderen hier wegbrutzeln. Da musst du halt keine guten Karten benutzen. Zur Not nimmst du halt einfach die Autofähigkeit, die oben drin steht. Wenn du halt zur Not nimm halt eine Autofähigkeit, dass du ihn da wegmachst. Ja, ich hab oben überall bessere Angriffe auf jeder Karte. Ja. Musst ich dachte nur einfach nicht, also das am bevor besten, du... Oder irgendwas Lostes oder so ein Blödsinn. Nee, das auf keinen Fall. Dann werde ich wohl die dafür nehmen. Dann brauche ich allerdings eine zweite mit einer hohen Initiative. Brauchst du eine hohe? Damit er weg ist, ne? Ja, damit er weg ist, bevor er den Crackhard schlagen kann. Kann ich mich mit Heal auf Range auch selber heilen? Ja. Kann man? Ja. Dann bin ich jetzt fertig. Wohin die Initiative liegt? Ich ebenso. Start round. Humans Gondel, 4. Ja, dann werde ich jetzt erstmal den Banditen angreifen. Und zwar mit dem Flanking Strike. Das ist eine Attack 3. Guckt euch mal die Ini an von allen, ey. Das ist krass. Das ist eine Attack 3 mit plus 2, wenn das Ziel neben einem Ally steht und einem Erfahrungspunkt. Das heißt 5 plus Attack Modifier. Minus 2 sind immer noch 3. Hat er ein Schild, er hat Schild 1, damit kommt trotzdem 2 Schaden und dieser Bandit verschwindet vom Spielbrett. Knapp. Und lässt eine Münze fallen, wenn ich mich ganz täusche. Ja, Münze habe ich schon mal eingezogen. Gut, die anderen Guards haben keine Reichweite und können sich nicht bewegen. Das heißt, ich kann meine Move-Aktion nutzen, um einen Schritt hier rüber zu machen und diesen Coin in meinen Besitz zu bringen. Warte kurz. Kann ich durch Türen hindurch rangen? Wenn du ihn siehst, ja. Also du musst gerade mal von diesem Hexgrid auf deinen Hexgrid kannst du auf alle Fälle zielen, das geht. Aber dann müsste ich über Turbalkain zielen. Das ist egal. Das geht trotzdem. Das ist okay. Egal. Okay. Gut, dann ist die Scornel durch. Bist. Bitte discarden. Service Cracker 13. So, dann werde ich zuerst hier mit... Welche Karte war es denn jetzt? Ich glaube, es war diese hier. Also so, werde ich zuerst... Nee, nicht den Heal. Mit der Attack. Oh, also... Na gut, die sind vor uns dran, okay. Ich wollte gerade sagen, ich heile dich erst nach denen, weil die Initiative von denen an so hoch ist. Ich möchte übrigens in meiner Runde noch meine Stamina-Potion nutzen. Okay. Ja, bevor ich das vergesse. Ich wollte gerade sagen, das ist auch die allerletzte Situation gewesen. Was hast du gemacht? Ja, okay, ich... Willst du dich healen oder willst du angreifen? Ja, ich heal mich. Ich habe gerade erst gesehen, dass du erst nach den Guards drin bist. Dann 2 Punkte. Und dann musst du die Attack 3 Target All bisschen. Adjacent Enemies. Gut, du kannst noch eine Erde verbrauchen. Attack All Enemies up to 2 Hexes away instead of. Aber All Adjacent Allies suffer 2 Damage. Ich glaube, ja. Das ist es nicht wert. Das ist jetzt die Frage. Du könntest halt ihn angreifen, weil er genau 2 Hexfelder weiter steht. Und alle neben dir, also nur die Scoundrel, würde 2 bekommen. Dann würdest du auch noch einen Erfahrungspunkt bekommen. Also ich weiß nicht, Tobal, kann ich würde es machen, oder? Du hast ja noch, aktuell hast du noch ein paar Elite. Der Bandit hat in dieser Runde 2 Schild, also er ist sowieso ein Elite, kriegt ein Schild. Ich sehe noch einen zweiten, also er würde einen Schadenspunkt kriegen und ich 2. Er wird sowieso nichts, weil du kannst nur 2 Hexgrids angreifen. Ich dachte eben, du bist die Scoundrel. Das wird nichts, du überreichst ja nicht. Dann kannst du die obere verfallen lassen. Dann sind die Archer dran. Was haben die Archer denn? Move minus 1, sehr gut. Create a 3 Damage Trap and in an adjacent empty. Okay, also gut. Das heißt, die werden jetzt eine Damage-Falle legen. Wo haben wir die denn?
Die müssen wir hier mal kopieren, die Spike Traps. Wo sind die denn? Copy. Auf dem Feld. Achso. Hast du. Warum kann ich die nicht nehmen? Weil die automatisch gelockt ist. Gut, die erzeugen sie irgendwo, das können wir uns aussuchen. Dann leg sie einfach mal hier hin. 1, 2, 3. Was haltet ihr davon? Nee, die erzeugen sie im Nearest... Nearest zu einem... Nearest Empty, das einem Feind zugewandt ist. Ja, dann sind das diese Adjacent hier. Adjacent Empty Hex closest to an enemy. Dann sind das diese hier, dann bauen sie sich gerade schön den Weg. Genau, die bauen ich weiß sich gerade nicht selbst ein. Laufen die erst oder bauen die erst die Fallen? Die laufen erst. Also die würden moven, der Elite Archer moves. Zwei Stück. Die moven alle eins. No, weil sie das heißt, die würden jetzt taktisch moven, bevor sie die Traps legen. Der Elite ist der erste. Das ist Nummer 1, 2, 3. Ich überlege gerade, ob die irgendwie intelligent moven können, um die Traps besser zu legen. Nee, machen sie nicht. Die laufen ich stumpf. Glaube die, aber laufen, nicht. Die laufen sehr stumpf. Dann legen nur, sie die vor sich. Das ist ziemlich geil für uns. Dann legen sie die vor sich und diese die eine wird einen no. hinter sich können legen. Können wir es halt da oder da hinlegen, aber ja, das ist jetzt in dem Fall egal. Ja, sehr schön. Schussreichweite haben sie nicht. Dann ist der Guard dran. Das ist die Elite Guard. Die kann sich nicht bewegen, laut diesem Ding. Richtig. Hat Shield, hat Attack, hätte ich mich da nämlich Poison. Nicht hingestellt. Oh, das ist ja nice. Ja, kann sich nicht bewegen, passiert nichts. Dann ist der Quattro Tinkerer dran, das bin ich. Ich mache einen Heal 3 auf Range 3 und ich mache einen Heal 2 auf Range 3. Sind 5 LEP für den Service Crackheart. 5 Stück. Du bekommst 5 LEP von mir. Schön. Man konnte Pull auch quasi um eine Kurve machen. Also ich könnte die Guard mit Pull 2 hier hinpullen, das ist so richtig, ja? Ich würde sagen, ja. Nur, oder? Genau, nur Push war in einer geraden Linie. Was habt ihr denn hier gemacht? Die Archer haben Fallen gelegt, clevererweise genau vor sich. Was ist das denn für eine Kack-KI? Ja, KI strong, ne? Du Sichtlinie ziehen, Verteidiger ziehen können, ohne dabei eine Mauer, Randlinie, gesamte Bild, Teilfläche, Rand. Nee, du musst auch eine gerade Linie ziehen. Du kannst ihn nur an dich heranziehen. Das ist natürlich... Nee, ziehen X. Das Ziel wird gezwungen, sich X Felder in die vom Angreifer gewünschte Richtung zu bewegen. Jedes Feld muss das Ziel jedoch näher zum Angreifer bringen als zuvor. Das ist halt genauso nah wie vorher. Wenn es keine gültigen Felder gibt, auf die das Ziel gezogen werden kann, endet der Effekt. Man kann ein Ziel durch dessen Verbündete, aber nicht durch dessen Gegner ziehen. Also, auf dich zu. Gut. Wir müssen wieder die neue Initiative für die nächste Runde bestimmen. Guck gerade mal, hier geht's. Wie viele Lebenspunkte hast du? Ich habe 5 von 8. 5 von 8. Es ist natürlich sehr ungünstig jetzt mit diesem Banditen. Er könnte ja ruhig mal ein bisschen kooperativer sein und sich um die Ecke ziehen lassen, wie ich finde. Ja, damit du einen Adjacent Ally hast. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Brauchst wieder einen, dem du den Rücken stechen kannst. Ich kann ja nicht mal meinen Move und dann Force einen Enemy to perform Move benutzen, weil dann würde er auch nicht neben einem Ally stehen. Was so, ich muss am, ungünstig ist. Am Ende dieser Runde Short Resten. Oder Long Resten. Je nachdem, kommen die Archer denn über die Fallen drüber? Nein, also die können da rüber, müssen sie in dem Fall und dann kriegen sie Schaden. Ja, okay, Du könntest auch diese Runde schon Long Resten. Sofern der Tinkerer auf den Banditen einen oder zwei Punkte Schaden machen kann, aber der hat ein Schild, ne? Ich hatte vor, Schaden zu machen. Dieses Mal will ich tatsächlich Schaden machen. Das ist sehr gut. Dann werde ich nämlich, glaube ich, dem Typ ordentlich eins reinwürgen jetzt. Das heißt, ihr kriegt das hin. Die Range von einem Archer ist bei 5.
Soll ich lieber Short resten? Ich muss allerdings. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe ein bisschen ein Problem gerade. Weil der Bandit irgendwie an den Cracker dran muss. Wenn der Bandit sich allerdings vorher bewegt, dann wird er mich angreifen. Ich sehe gerade, dass der Bandit Archer hätte sogar dieses Mal noch Schaden an dir gemacht. Tatsächlich. Er hat eine Range von 5. Die ist nicht beeinträchtigt. 1, 2, 3, 4, 5. Damit würde dann kann er mich tatsächlich angreifen. Mit einer Attack von minus 1. Sein Schaden normalerweise ist 3, sind 2 und er zieht noch eine. Dann macht er einen Schaden an dir. Einen Punkt. Das ist gar nicht so schlimm. Nur, dass wir das nochmal richtig gehandhabt haben. Auch trotzdem immer noch die Initiative von euch. Ich möchte früh, also ich werde früh handeln, ich werde Schaden machen und ich werde healen. Ja, ich überlege gerade. Dann werde ich long resten. Ja, dann tu das. Ja, lass mich kurz nachdenken. Die Stimmen in seinem Kopf. Stimmen in meinem Kopf sagen mir, ich sollte zulassen, dass der Banditen-King dich haut, um ihn in der nachfolgenden Runde umzuboxen. Von hinten. Weil ich leider nichts anderes machen kann gerade. Ja, versuch dein Glück. Oder der Tinkerer, wie schnell bist du dran? So schnell, wie ich irgendwie kann. Also nicht einstellig, aber schon gut. Muss halt der Bandit drüber kommen. Wäre halt ganz nett. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Ja, ich habe leider keine sinnvolle Möglichkeit zu agieren, was das angeht. Das heißt, das ist doch Mist. Na los. Ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich habe tatsächlich keine valide Option, irgendwas zu machen. Ja, dann mach eine Rest. Das macht halt auch keinen Sinn. Irgendwas musst du legen. Macht gerade alles keinen Sinn. Das heißt, ich kann mich eigentlich nur bewegen und die andere Karte verfallen lassen. Das ist so eine schöne Karte. La 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 la. Ich kann noch weiter sehen. Du musst gone, oder 4. Ja, dann werde ich mich bewegen, und zwar. Beweg dich nicht zu weit weg. Hier hin. Jetzt nicht aus dem. Wie viele kann sich der Bandit bewegen? Weiß ich nicht, muss ich jetzt gucken. Move 0. 2. 2 Felder kann er sich bewegen. Stell mich erstmal kurz dahin. Das ist noch nicht final. Zwei Felder kann er sich bewegen. Wenn du die noch Archer einen können gehst, sich zwei Felder bewegen. Das heißt, die Archer könnten angreifen. Nur der erste, nur der vordere. Der andere nicht. Kannst dich halt noch einen nach hinten stellen. Dann bist du sicher. Passiert dir nichts. Ah, ich hab auch die falsche Karte gelegt, fällt mir gerade auf. Ich bin sowieso sicher, weil der Bandit sich hierhin bewegen würde. Er würde den Crackhard angreifen, Crackhard. Stimmt. Er würde sich dahin bewegen, um den Crackhard anzugreifen. Genau. Was sehr gut für mich ist. Nein, ich bleibe hier stehen. Gut, dann erste Discard. Die zweite ebenfalls, weil ich den Angriff nicht nutzen kann. Gut, dann ist der Tinkerer dran. Ich mache jetzt überlege ich gerade. Heal 3 auf Range 3, das ist du. Du kriegst 3 Lebenspunkte dazu, tu bei keinen. Das ist sehr schön. Und dann kann ich eine Range 2 Schuss machen. Krieg ich das hin? Krieg ich nicht hin. Ich sehe noch nicht. Dann muss die leider verfallen. Ich könnte mich noch bewegen. Will ich mich bewegen? Ich glaube, ich bleib da stehen. Die Enemies müssen eine Sichtlinie haben, damit sie sich bewegen. Und aktuell haben sie auch eine Sichtlinie. Nein, die bewegen sich tatsächlich immer, sobald sie aufgedeckt sind. Nein, nur wenn sie eine Sichtlinie zu dir haben, sonst bleiben sie stehen. Musst du reinlaufen, aber sie sehen uns ja auch. Damit lasse ich den anderen verfallen, meine Bewegung. Also ich werde die nicht losten, sondern ich werde einfach eine Bewegung nicht nutzen und dann ist die raus. Der Archer. Elite Archer fängt an. Move 0, Attack,
Plus 1. Mit einer Range minus 1. Kann sich zwei Stück bewegen. Das machen sie. Dann bekommen sie wie viel Schaden durch das Durchlaufen von Traps? Ein, ne? Drei. Drei Stück? Warum denn drei Stück? Drei Schaden macht so eine Falle. Weil das ist abhängig von der Levelstufe, ne? Yep. Abhängig von der Levelstufe. Schadensfalle macht dann auf Level 1 drei Schaden. Krass. 1, 2, 3. Die erste Bewegung, das ist die zweite Bewegung. Dann ist diese Falle entfernt. Ja. Die anderen Archer werden allerdings nicht mehr durch die Falle laufen. Die werden hier rumlaufen. Ach so, warte mal. Ja, stimmt. Die laufen nur durch Fallen, wenn der Weg versperrt ist. Du hast recht. 1, 2, 1. Bleibt stehen. Außer der kann dieser Archer angreifen, wenn er in die Falle läuft. Nein, kann er nicht. Dann wird er nicht in die Falle laufen. So, dann schauen wir mal an. Die Reichweite ist 5 minus 1, ne? Reichweite minus 1 sind dann also 4 für den Elite-Archer. 1, 2, 3, 4. Damit kann er euch beide angreifen und er wird an dem Fall auf Crackhart zielen, weil Crackhart die höhere Initiative hat. Mit Schaden plus 1, er hat Basis 3, damit ist das 4 plus Modifier. Gehen wir wieder ein. Sind 3 Schaden. 3 Schaden auf Crackhart. Der andere Archer hat eine Reichweite von 3. Damit schafft er nix und ist fertig. Damit schafft er nix. Der Archer ist durch, dann ist die Guard dran. Die Guard bewegt sich. 1, 2. Lass mich nachschauen. Yep, Bewegung 0, also 2. Ja. Und macht dann eine Attack auf den Crackhart mit plus minus 0. Das sind 3er Attack Basis plus Modifikator. 2. 2 Schaden. Sehr gut. Das ist gut gelaufen. Crackhart ist dran. 99 macht einen Long Rest, bekommt 2 Lebenspunkte dazu. 2 Lebenspunkte dazu durch die Long Rest und deine Karten. Habe ich schon alles gemacht. Gut, dann ist die Runde zu Ende. Nächste Runde. Die neuen Karten bitte. Wir schauen gerade nochmal auf das Feld, wie es aktuell aussieht. Die Archer. Bandit Guard. So, ich weiß noch nicht, was das wird, aber... Fertig. Human Scoundrel, die 6. Ja, meine erste Burn-Card, der Backstab. Posten. Attack 3 mit plus 2 und einem Punkt Erfahrung, wenn das Ziel neben einem meiner Verbündeten steht. Ja. Weitere plus 2 und 1 Erfahrung, wenn es nicht neben seinen eigenen Verbündeten steht. Damit sind das Ouch. Insgesamt 7 Schaden. Ja, 2 Erfahrungspunkte. Für den Elite-Banditen plus 1 Modifikator. Plus 0 sind 7 Schaden. Er hat Schild 2, damit sind das 5, die er bekommt. Ach, der ist nicht tot. Schild 2 hat er. Diese Runde, oder? Ja, diese Runde hat er Schild 2. Das sind 5 Schaden, damit hat er noch 3 Lebenspunkte. Ja, das war die obere. Die zweite ist Move 3. Die ich auch benutzen werde. One adjacent enemy to perform Move. Denke ich, dass ich die benutzen werde. Ich weiß es aber noch nicht genau. Du kannst ihn verschieben und er kann sich nicht bewegen. Weil er keinen Move hat. Damit würde er nicht angreifen und er würde jetzt nach uns kommen. Er muss aber in einem Hex neben mir seine Bewegung beenden. With you controlling the action and ending in a hex adjacent to you. Okay, also neben dir, gut. Das heißt, es bringt nichts, ihn zu verschieben. Nee, weil er sowieso, ich könnte den Schlag umverteilen damit, vom Crackhart auf den Tinkerer. Wenn ich ihn hierhin verschiebe, dann greift er statt dem Crackhart den Tinkerer an. Da der Crackhart sowieso von den Bogenschützen beschossen wird, halte ich das für sinnvoll. Könntest du machen, ja, habe ich jetzt nicht so das Problem mit, wenn er mich eingreift. Das ist ein Banditguard, aber ja, machen wir mal. Aber noch einen Heiltrank, den kann ich auch nochmal trinken. Dann werde ich die Bandit Guard hier rüber verschieben. Ich hoffe, das ändert jetzt nichts an den Plänen. Crackhart.
Dann ist die Guard dran. Du bist fertig. Der Crackhart wollte ihn wahrscheinlich angreifen, ne? Ich lese nebenbei immer noch ein bisschen Regeln weiter. Deswegen, die Elite Guard hätte ich gerne angegriffen. Nee, ja. das macht keinen Sinn, den zu schieben. Dann kann der Crackhart ihn nämlich nicht angreifen. Ja, dann beweg dich einfach ganz normal. Ja, ich bewege mich nicht. Ich bleibe da stehen. Sonst steh da gut. Geh einen nach oben. Nee, dann greifen die Archer mich an. Ja? Ja, dann haben sie 1, 2, 3 zu mir und 1, 2, 3, 4 zu mir. Oder geh einen dahin. Möchtest du an den ran, dann gehe ich einen hier hin. Mach mal bitte, ja. Gut, dann ist die Guard dran. Die Guard ist eine Elite-Guard. Sie bewegt sich nicht. Sie hat Shield 1, Attack plus 0 und macht Giftschaden. Sie macht normalerweise 3 Schaden. Zieh mal bitte einen Modifier. Dann macht sie 2 Schaden und Gift. Auf Crackard. Damit ist die Guard durch. Quattro-Tinkerer ist dran. Was habe ich denn hier? Ich habe eine Move und ich habe eine Attack. Attack 3. Wenn ich das denn machen will. Gain 1 for each enemy targeted. Mit einer Range 3 habe ich gesagt, ne? 1, 2, 3. Das ist eine Lost Card allerdings. Ne? Ja, das ist okay. Gesehen. Ich werde das machen. Ich werde mich hier hinstellen. Weiß nicht, inwiefern mich das tötet oder nicht tötet. Aber ich stelle mich da hin und schieße dann auf Bandit Archer. So, das ist erstmal meine Move. Genau, und dann mache ich mal eine Inkbombe, eine Farbbombe. Warte, bevor du die wirfst. Lass mich kurz gucken. Ob es nicht, das sind drei... Das sind zwei Leute, die ich damit treffe. Ja... Hast du, wie viel Reichweite hat die? 3. Reichweite 3, also 1, 2, 3, ja, dann würdest du die beiden vorderen Archer damit treffen können. Richtig, genau, das versuche ich jetzt. Ich werde einfach mal meinen Modifier ziehen. Plus, minus 0. Ich ziehe den für jeden? Nee, ich ziehe den einmal. Nee, du ziehst den für... einmal. So. Weil es ein AOE-Angriff ist. Dann kriegt jeder von denen 4 Schaden. Da ziehst du einmal, hättest du jetzt mehrere einzelne Ziele, dann würdest du für jedes Ziel einzeln ziehen. Sie haben keinen Schild, das heißt, bekommen beide 4 Schaden. Dann ist der Elite-Archer tot. Und der hat nur noch einen Lebenspunkt. Und wir droppen eine neue Münze, bitte. Kümmere mich drum. Dankeschön. Und damit ist meine Karte lost und ich habe 2 Leute getroffen. Damit bin ich fertig und Service Crackard 35. So, ich werde zuerst eine 3er-Attacke machen. Verdammt. Damit keinen Schaden für die Bandit Guard. Schade. Aber. Hier. Erde wird hochgesetzt und er wird immobilized. So. Damit kann ich diese Karte discarden. Und jetzt lass mich einmal gerade schauen. Ich habe noch 3 Lebenspunkte, deswegen mache ich. Hast du noch einen Heal? Heal auf mich selber. Ja, 2 Heal. Ja, wenn Tobalkan sagt, es gibt hier keine Move-Bewegung drauf, dann dürfen sie halt nicht moven. Haben aber eine Range plus 1. Damit würden sie mich jetzt, glaube ich, treffen, oder? Range ist 4, in diesem Fall 5. Dann dürfen sie dich angreifen. 1, 2, 3, 4. Der zweite trifft auch, ne? Dieser hier, lass mich kurz abmessen, kann dich tatsächlich angreifen. Der hintere. Der hintere auch. Erstes Feld, zweites, drittes, viertes, fünftes Feld. Die Frage ist, ob er Sichtlinie zu dir hat. Hat er. Und die hat er tatsächlich.
Und er macht auch so einen Schaden mehr. Seine Schaden ist aktuell 2, sind 3 Stück. Ui. Das ist der erste. Dann nehme ich einen Schaden. Das rettet mir schon mal das Leben. Und der nächste sind 2 Schaden. Das war richtig gut. Uiuiuiui. Das war tatsächlich. Wir müssen noch mal Schwein haben. So, sehr gut. Asche sind durch. End Round. So, am Ende der Runde möchte ich eine Short Rest machen. Ich mach bald eine. Oder möchte ich eine Short Rest machen? Ich gehe bald ins Bett. Nein, ich möchte keine Short Rest machen. Ich hab echt keine guten Karten mehr. Ja, dann mach halt auch eine Short Rest. Ja, nee, weil ich habe einfach keine guten Karten mehr. Also, die sind halt. Aber ich mach doch eine Short Rest. Oh, ich habe ja übrigens 2 Erfahrungspunkte bekommen, die muss ich mir nochmal eintragen. Du hast eine Shortrest? Ich shortreste, ja. Am Ende der Runde, ja, aber dann. Nee, jetzt am Ende der letzten Runde. So. Sodass ich jetzt quasi wieder agieren kann. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wie ich agieren möchte, aber. Oh ja. Bandit-Guard muss auf alle Fälle weg. Bist du fertig, Frosty? Du, ich habe meine Karten gelegt. Ja, ich bin ja auch fertig. Ja, siehst du, ja, lass mich ganz kurz. Wenn meine Karten da liegen, dann bin ich fertig. Oh, habe ich ja nicht gesehen. Range 3. Also ich werde einen Archer-Schuss rausfangen. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn jetzt irgendjemand anderes wieder attackt. Ich bin fertig. Gondor. Ja, dann erstmal Move 5 mit meinem Flanking Strike. Und 1, 2, 3, 4, 5. Bleib doch auf dem Coin stehen, dann gehört er dir. Nee, kann ich leider nicht, weil ich eine Ranged Attack jetzt machen werde. Ah, so. Und zwar kommen jetzt die Throwing Knives. Wobei hat der Archer Rüstung. Der Archer hat keine Rüstung. Machen schon wieder eine Damage Trap vor sich, ne? In einem adjacent Feld eine Trap erstellen. Er hat außerdem Attack minus 1. Dann werde ich mich tatsächlich. Das machen sie erst, wenn sie dran sind. Du hast recht, Verzeihung. Werde ich mich doch tatsächlich auf den Coin bewegen. Und dann eine Attack 2, Range 3 auf 2 Ziele machen, nämlich auf die beiden Archer. Der vordere Archer ist eine plus 1, ist damit 3 Schaden. Ah ne, ich muss 2 Modifikatoren ziehen. Ja, ist der nächste plus 1. Damit ist der schon mal weg vom Fenster. Und der hintere Archer, hast du den Coin zu mir gelegt? Ja. Ich habe den vorhin gelegt, ja, den anderen habe ich dir gegeben. Und der hintere Archer bekommt auch nochmal den Angriff, diesmal ohne Nachteil. Deiner minus 1 ist ein Punkt Schaden. Gut, dann sind die Archer dran mit der 14. Sie können auf alle Fälle schießen, sie können sich auch bewegen. Sie wollen sich auch bewegen, sie wollen auf der weitesten Entfernung zu dir stehen. Nee, das tun sie nicht. Wenn sie angreifen können, dann greifen sie einfach nur an und bewegen sich nicht. Oh, okay, es sei denn, sie stehen halt im Nahkampf, was sie nicht wollen, dann würden sie sich genau bewegen, genau. Im Nahkampf das heißt, würden sie sich halt rausbewegen. Normale Attack ist 2, aktuell machen sie nur noch 1, mit einem Modifikator. Shuffle. Das ist ein Miss. Und damit würde ich auch sagen. Außerdem created er eine Spike Trap. Warte. Wenn jetzt gemisst wird, dann würde ich auch die Spike Trap nicht zulassen. Nee, die Spike Trap tut er nicht, aber hier liegt ein Coin, also ist das Hex nicht empty.
Nee, auch die Spike Trap würde ich nicht legen, weil... Nee, weil die Spike Trap ist unabhängig von der Attack. Na gut. Die stört uns da hinten sowieso nicht. Es gibt nämlich auch Karten, wo Monster mehrere Ziele angreifen können. Und zusätzliche Effekte führen sie trotzdem aus, auch wenn sie einen davon nicht treffen. Gut, dann allerdings ist das Archer, Coin Hex glücklicherweise nicht empty. Dann ist der Archer durch, dann ist die Guard dran mit der 50. Das ist eine Elite Guard. Move 0, Attack 0. Kann uns beide angreifen und wird den... Oh Gott, den Quattro Tinkerer wird's angreifen. Ziehen wir mal. Achso, warte mal, wir müssen shuffeln, ne? Shuffelt der nicht automatisch? Nee, ist noch nicht geschuffelt. Plus 0, dann macht er wie viel Schaden? Das war dein Glück, das war nämlich eben plus 2 und ich glaube, damit hätte er dich umgehauen, oder? Mal 2 war das, glaube ich. Mit mal 2, ja, mit mal 2 hätte er dich umgehauen mit 6 Schaden. Mal 2, ja. So, wie viel macht er? Er macht aktuell 3. Das sind 3 Schaden. Damit ist der Guard durch. Service Crackard, 61. Ja. Ich werde erst versuchen, mit der Range Attack anzugreifen. Das wird wahrscheinlich von wenig Erfolg gekrönt sein, aber wir probieren es aus. Das ist schon mal die minus 1. Sowieso nichts, schade. Und dann könnte ich mich noch bewegen, aber das bringt hier wieder nichts. Warum nicht? Ja, weil ich beweg dich 1-2, auf alle Fälle dahin. Du musst so oder so, musst du später hochlaufen. Wolltest du tun? Ah, ich kann mich in die Tür reinstellen. Ja, natürlich kannst du dich in die Tür reinstellen. So. Ja, sonst hätte ich gedacht, lasse ich dich jetzt hier mit dem Bennett Guard alleine, aber wenn ich mich da reinstellen kann, dann geht das ja. So, dann fange ich mal an. Und zwar werde ich mich erst bewegen. Und zwar kann ich mit Move 4. 1, 2, 3. Beweg dich Richtung Tür, beweg dich Richtung Tür. Ja, oh, das ist ein gutes. 4. Und dann du brauchst den auch nicht angreifen. Ich besiege den sowieso. Wenn du einen Fernkampf hast, greif den Bandit-Captain an. Ich hab doch jetzt eine Pull. Ich habe jetzt einen Pull, damit ziehe ich ihn, unabhängig davon, dass ich jetzt Schaden mache, ziehe ich ihn auf die Falle. Ich hätte ihn nächste Runde in die Falle gemoved. Also wenn ich will ihn machen. Ich will ihn machen. Dann mach du ihn. Dann ist mein Move discarded und wir machen eine Attack mit einem Draw Modifier. Minus 1, dann mache ich aktuell nur einen Schaden an ihm. Ein Schaden, aber ich ziehe ihn in die Falle und das sind nochmal 3 Schaden, damit ist die Falle nämlich auch disabled. Und er lässt einen Coin fallen. GG. Yay! Sehr gut. Discard. Und Edward. Ich mache eine Short Rest am Ende dieser Runde. Kriegst du es nächste Runde hin, die Tür zu öffnen? Nein, die Tür kannst du ja einfach nicht draufstellen. Dann geht die auf und dann kannst du auch weiterlaufen. Ah, ich glaube, ich weiß, hinter welchem Hintergrund das Ganze hier passiert. So, soll ich mich dann hier um die Guard noch kümmern? Ach so, würde ich dir noch zulassen, weil die Runde noch nicht zu Ende ist, dass ich noch meinen Heiltrank trinke? Ja. Nee, ich hab nur eine Stamina Potion. Ja, das ist. Ja, die bringt dir jetzt gerade nichts. Nee, die bringt mir halt gar nichts. Ja, nee, ich dachte, ich hätte. Gerade mal, welche entfernt? Der gerade zu mir. 1, 2, 3. Okay. Möchtest du nochmal healen? Ja, das ist jetzt das, was ich gerade überlege. Dass ich immer wieder durchheale. Also ich habe keine Angriffskarten mehr nicht. Obwohl. Du kannst immer mit einer Plus 2 angreifen. Angriff 2 kannst du machen. Das bringt mir halt hier wenig, weil dann bräuchte ich bestimmt. Ja, dann lass das Tour keinen machen. Kannst du das nicht? Dann lauf halt ganz normal an ihm vorbei oder was auch immer, dann musst du halt keinen das regeln. Kannst du dann auf Range angreifen? Ich hätte einen Range-Angriff, ja. Der ist allerdings nur Attack 3, also damit kriege ich den nicht tot. Warum nicht? So war dann Schild. Weil der 3 Lebenspunkte hat, aber immer einen Punkt Schild.
Sollte man einen Modifier Glück haben, oder? Ich hätte auch noch eine Attack 3, die könnte ich. Oder wir lauf einfach nach hinten und wir lassen den kommen. Was sagen, der bewegt sich, also lauf einfach, dann lauf halt nach vorne. Okay. Flucht nach vorn, offensiver Rückzug. Was ist mit einem Throwing Knife? War das für letzte Runde oder? War kein? Oh, liegt das da noch? Das kann weg. Ist kein. Denkt da bitte dran. Also der Crackhead läuft nach vorne, ja? Ja. Dann bin ich fertig. Scoundrel 12. So, dann werde ich den Typ nicht angreifen, weil der Crackhead vor ihm dran ist, sondern werde meinem Swiftbow Move 2 loot every hex you enter with this action. Nur mal ganz kurz auf und nehme mir diese beiden, oh, nicht den Tinkerer, den möchte ich nicht, sondern diese beiden Coins. Bewege mich hier hin und lasse die andere Karte verfallen. Gut, dann ist der Tinkerer dran. Ich habe kein Heal für... Ich werde einen Heal 2 auf Cracker. 1, 2 und ich werde. Der Bandit kann sich übrigens nur ein Feld bewegen, diese Runde. 2, 3 für mich. Also wenn der Crackhead sich 2 bewegt, ist er schon außer Reichweite. Crackhead 2, ja. Der Crackhead wird übrigens nicht geheilt, sondern es wird der Giftmarker entfernen. Oh. Der hat einen Giftmarker drauf. Ja. Danke. Gut, dass du aufgepasst hast. Also, Crackhead, du hast das mitbekommen, ja? Ist auf Klo. Also wenn er sich 2 Felder bewegt, kommt der Bandit schon nicht an ihn ran. Du hast also jetzt 2 Heals gemacht, ne? Ja. Move 4 hätte er und ein Heal. Und ein Heal, das ist ziemlich gut. Aber er kommt mit Move 4, 1, 2, 3, kommt er nicht bis zur Tür, oder? 1, 2, 3, 4, nein. Ich würde persönlich gerne Long Resten nächste Runde, bevor wir in den Raum gehen. Ich habe nämlich nur noch 2 Karten. Auch wenn das, hart für mich ist, mir mit einer Long Rest 3 Karten zurückzuholen. Okay. Ja, wie Tubalkan eben sagte, wenn du dich mindestens 2 bewegst, dann kann dich der Bandit nicht angreifen. Okay. Ja, ich hatte ja vorhin noch meine Heal, dann kann ich mich nochmal 4 hochheilen. Dann kann ich die discarden und Move 4. Erde wird hochgesetzt und dann Move 4. Wieso wird Erde hochgesetzt? Na, war auf der Heal-Karte drauf. Auf der Heal-Karte, okay. 1, 2. Werde ich mich trotzdem, obwohl, nee, noch kann einen. Er mich noch angreifen. So. Nee, er kann sich nur einen bewegen, diese Runde. Ja, aber er muss ja trotzdem in die Richtung. Er muss sowieso in die Richtung. Service Crackhead ist dran, 70, die Guard ist dran. Mit Move minus 1 hat eine Move von 2 minus 1. Bewegt sich also einfach nur dahin. Und oh, ist er immer noch immobilized eigentlich? Nee, ist er nicht mehr, es war nur eine Runde. Dann ist die Runde, glaube ich, zu Ende. Ich werde long resten. Gut, du machst die Long Rest, wir müssen immer noch den Banditen wegbrezeln, ne? Ja, mir gehen nämlich auch irgendwann bald die Karten aus. Deswegen muss ich jetzt, es muss jetzt jemand die Tür öffnen, damit ich nächste Runde in den Raum rein kann und anfangen kann zu metzeln. Jetzt habe ich nämlich zeitnah keine Karten mehr. Ich muss auch mindestens mal Short Resten. Ja, Short Rest kannst du ja machen. Gut, ich hab meine. Short Rest kann ich jetzt sofort machen. Ja, das solltest du bitte vorher ansagen. Wenn deine Karten alle sind, sagst du sofort, ich mache eine Short Rest. End Round. Falls du nicht Long Resten möchtest. Wolkan macht eine Long Rest? Ich mache eine Long Rest. Es wäre sehr gut, wenn jetzt jemand die Tür öffnen könnte in der kommenden Runde. Crackhead machen. Ich werde dann die Elite, den Elite-Boss-Mob werde ich dann machen.
Ja, wenn Crackhart nicht longrest, kann er das ja machen. Er kann sich ja immer zwei bewegen, egal was er tut. Ja. Aber ich kann ich über euch drüber steigen? Ja, kannst du. Ja, okay. Durch Verbündete kann man durchlaufen, nur durch Gegner nicht. Okay. Wir brauchen noch Karten von dir. Ja, ich schau gerade, ob ich noch die Garde angreifen will. Musst du nicht, ich mach die. Ganz fertig. Ja, du sollst einfach nur bitte durch die Tür durchgehen. Scoundrel hat nur Initiative. Du musst noch auf Longrest drücken, bitte. Ah, er hat die Longrest nicht registriert, so. Gut, der Tinkerer ist dran. Dann werde ich mal anfangen mit Range 2. Okay, es ist er noch zu weit weg. Range 3, 2, Poison. Dann werde ich tatsächlich mal... Ja, nee, geht nicht. Schade. One adjacent ally may recover. Das Problem ist, dass er sich noch nicht bewegt hat. Aber ich werde dann mal. Habt ihr discarded Karten gerade? Meinst du auf unserem Discard-Stapel? Beide nicht. Nein, beide nicht. Dann bringt das nichts. Das heißt, das einzig Sinnvolle ist zu healen. Ja, ich mache eine Heal 3. Oder dich mit dem zu bewegen und dem Typ zumindest Poison zu geben. Ja, das kann ich halt auch machen. Ja, komm, dann bewege ich mich halt ein. Bewege ich mich ein in die Richtung. Der hat allerdings, der hat Move minus 1, kann sich also ein Feld bewegen und hat Range 2. Ja. Also der wird dich angreifen, wenn du dich ja, dann der wird dich aber so oder so angreifen. Ich wollte gerade sagen, also ich werde mich da jetzt hinstellen. Immer einen Move und dann werde ich mit dem Toxic Bolt werde ich ihm ins Gesicht schießen. Warte mal, muss ich gar nicht, ne? Ich hab doch eine Range 3, dann da muss ich mich gar nicht bewegen. 1, 2, 3, dann passt das. Tatsächlich. Dann schieße ich ihm erstmal ins Gesicht und guck dann, was passiert. Draw. Plus 1, dann kriegt er 3 Schaden. Er hat Schild 1, sind also 2. 2, ja. Und der wird kriegt gepoisoned. Lebenspunkt hast du abgestrichen, gut. Und meine Bewegung. Unser Crackhart kann ihn allerdings auf Distanz angreifen. Mhm. Gut, dann ist die Guard dran. Die Guard bewegt sich wie viel? Einen. Einen. Und auf mit einer Zweier Range kann er jetzt zuschlagen. Mhm, greift also den Crackhart an. Wie viel? Er hat einen Angriff von plus 0, also 3. Dann sind es 3 Schaden. Okay. Okay, dann kann ich ihn noch auf die Range angreifen. All allies and enemies adjacent to the target suffer 1 damage. Das ist nicht der Fall. Ja, es ist keiner adjacent zu ihm. So, das heißt plus 3. Jetzt drückt mir die Daumen. War ja klar. Sind 2, er hat ein Schild, damit ist das immer noch 1 und er ist tot. Ja, er hat nur noch ein Schild. Sehr gut. 2 bewegen und die Tür öffnen. Habe ich die auch und... Als ihr die Tür eintretet... seht ihr, weshalb die Banditen sich ausgerechnet dieses Loch als Versteck ausgesucht haben. Erweckte Skelette, unheilige Gräuel nekromantischer Macht. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als sie wie den Rest dieses lästigen Haufens zu erledigen. Unser Erfolg, den wir machen müssen, ist... Kill all enemies. Kill all enemies? Ja. Genau, Ziel, tötet alle Gegner. Ich werde noch meine Minor Stamina einmal benutzen und die anderen Karten aufnehmen. So, könnt ihr mich noch heilen, wenn ich gleich reingehe und mich in die Mitte stelle? Das kommt also auf die Range an. Und auch, ob ich Sichtweite habe. Er hat halt jetzt gesagt, da ich reingehe, stelle mich zwischen die zwei Banken, kommt keiner durch, und dann kann ich so ein bisschen
austeilen. Die Idee finde ich sehr, sehr gut. Jo. So, was habe ich denn gerade für eine Range? Ich habe gelegt, lass mich nochmal meine Initiative prüfen. Ja. Ich habe gelegt. Ich habe auch jetzt gelegt. Human Scoundrel 4. So, ich aktiviere meine Wing Shoes. Für meinen Movement diesen Zug bekomme ich einen Jump, kann also Hindernisse und Gegner ignorieren und mache dann eine Move 5 mit meinem Flanking Strike. 1, 2, 3, 4, 5 hierhin. Und danach betätige ich meine Smoke Bomb Invisible Self und außerdem bekommen wir Dunkelheit als Modus. Created Darkness. So, die wird discarded und die ist active. Tinkerer ist dran, das bin ich. Ich habe zunächst auf Range 3 Heal 3. Das ist 3 Punkte für dich. Brauchst du die? 1, 2, 3, dann bist du voll. 1, 2, 3. Ich hätte es jetzt hier unten, oder? Egal. Genau, bis auf 10. So, das ist mein oberer und dann habe ich noch Heal 2, Range 3. Das mache ich für mich selber. Discard. Ich bin durch. Und die Archer sind dran. 29. Oh, ich bekomme übrigens von meiner Long Rest noch Lebenspunkte. Habe ich gerade ganz vergessen. So. So, die Archer bewegen sich. Move plus minus 0, Attack minus 1, Range plus 1. Und sie sind immobilized. Sie machen jetzt immobilized Schaden. Und die Archer stehen hier hinten. Das ist eine Elite. So, was hattest du gesagt? Sie sind... Du bist unsichtbar, ne? Ich bin unsichtbar, das heißt, ich zähle für sie als Hindernis, sie können mich aber nicht angreifen. Gut, sie haben eine Move von 2. Müssen sie sich bewegen? Er wird einmal hier hingehen. Er muss gar nicht gehen, aber der andere geht hier hin. Und dann schießen sie. Mit einer Range plus 1, da sollten beide treffen, glaube ich. Mit einer 5 und einer 6, da schaffen sie beide. Aber sie machen einen Schaden weniger. Dann zieh mal bitte den Schadensmodifikator, Hyrulean. So. Minus 1. Minus 1 und minus 1. Dann macht der erste, der Elite, macht bei dir einen Schaden. Der nächste? Ne, er macht einen Schaden. Mist Shuffle. Gut. Damit macht er gar nichts, dann bleibt das so. Gut, dann sind die Archer durch. Service Cracker 35. Ich hab grad nur die Maus neu an. Du wolltest dich bewegen, wenn ich mich nicht ganz täusche, zu den Skeletten. So, jetzt funktioniert. Ich stell mich erst da rein. Mit dem Move 3. Kann ich die Karte hier discarden, kann ich angreifen mit Attack 3. Ah ja, klar. Oh Mann. Ja, hat er irgendwie Rüstung oder so? Den Elite nämlich an. Die Living Bones haben Shield 1. Ah ja, klar. Okay, Shield 1 kriegt er einen abgezogen. Und wir haben keinen Immobilize-Marker mehr. Du kannst die einfach unbegrenzt hier unten rausziehen. Ah, hier unten sind die. Da ist nur unendlich drin. Ihn draufziehen. Nicht geklappt. Jetzt. Achso, okay. Ja, und dann bin ich fertig. Gut, dann sind Discarded Living Bones 64. Move minus 1, überwegen sich beide nicht. Attack plus minus 0 und Range 2. Da sie allerdings Range haben, sind sie im Nachteil. Nee, Living Bones haben keine Range. Bandit Guard. Entschuldigung, ich habe die falschen gesehen. Living Bones haben Move minus 1, Attack plus 1. Also der Elite mit Attack 3, der normale mit Attack 2.
Zuerst der Elite macht 3 Schaden. Der normale macht 2 Schaden. 1, 2. Gut. 4 Stück. Na, wenn wir alle zusammen auch hier dran arbeiten, dann wird das auch was. Gut, damit sind die Living Bones durch. End Round, nächste Runde. So, Ende nächster Runde muss ich eine Short Rest machen. Gut, meine liegen. Kann jemand von euch Erde aktivieren? Nein, leider nicht. Schade. Start Round. Übrigens, Gondol. 10. Ja, dann werde ich wohl sichtbar. Oder, nee, ich werde nur sichtbar, wenn ich angreife. Allerdings habe ich zuerst Loot 2. Damit haben wir die Chest gewonnen. Sowie 2 Coins, die gelockt sind. Was in der Chest ist, gucken wir hinterher. Des Weiteren kommt die Sinister Opportunity. Attack 3, add plus 1 für jeden Ally adjacent zum Target. Das ist einer. Da wir allerdings Dark haben, wird Dark verbraucht. Ja, zumindest mit einem Punkt. Und es erhöht sich auf plus 2, damit sind das 5 insgesamt. Und meine Smoke Bomb ist noch aktiv. Wenn ich aus der Invisibility angreife, double the value of the attack. Sind also 10 ein Schaden. 10er Angriff auf die Elite den, Living Bones. Erstmal den Modifier. Mhm. Sind 11. Plus 1 sind 11 Schaden für den Elite Living Bones, der dann wohl weg vom Fenster ist. Und den nächsten? Da greifst du 2 an? Ja, ne? Nee, das ist nur ein Angriff. Achso, okay, gut. Damit ist die Scoundrel durch. Und ich kriege 3 Erfahrungspunkte. Und die Living Bones sind dran. Was machen die Living Bones dieses Mal? Kann ich dir gleich sagen, ich muss nur ganz kurz mein Feld sortieren. Die Living Bones. Oh, ist nur noch einer. Sortier mal um. Ich greife nämlich erst an und mache dann Loot. Dann kriege ich nämlich den Coin noch mit. Nee, die Reihenfolge, du hattest das eben mit Loot und so weiter. Die Reihenfolge hattest du schon, glaube ich, richtig gewählt. Nee, die Reihenfolge ist falsch gewählt, weil die andere Aktion ist nur Loot 2. Also, jetzt gehen wir die Living Bones durch. 2x mehr Schaden. Oh. So, was machen jetzt die Living Bones? So, die Living Bones. Wie viel Schaden normal? Machen Heal 2 Self und greifen nicht an. Ja, dann ja, machen sie mal 2. Beziehungsweise sie ziehen gar keinen Modifier. Nee, sie machen gar nichts, weil das eine Living Bones, das da ist, kann sich nicht teilen. Dran. Also sind sie AFK. Ja, Savus Crackheart wird zuallererst sich selber heilen. Hat zwei gute Effekte, nämlich erstmal, dass er sich heilt. So, 4 Stück. Und Earth wird created. Und mit dieser Earth kann ich jetzt die untere Aktion von meiner zweiten Karte ausführen. All adjacent allies and enemies suffer 1 damage. Wenn ich Erde ausgebe, 2 damage instead. So, das heißt, machst du wie viel Schaden? So wie ich das jetzt verstanden habe. Du kannst einen Move 4 Jump machen vorher. Genau, und dann kriegen sie nochmal einen Schaden extra dazu. Genau, das heißt, du könntest zum Beispiel hier hinspringen und 2 treffen. Genau. Durch den Archer und die Living Bones. Ich will jetzt, obwohl um die Erfolge. Könntest auch hier hinspringen und die beiden Archer treffen zum Beispiel. Nee, ich gehe hinten hin. Das heißt, sie bekommen 2 Schaden oder wird das nochmal mit einem Modifier? 3 Schaden. Warte mal kurz, bevor du eine Bewegung machst. Move. Nee, die können sowieso. Die würden sich dann eh rausbewegen. Du immobilisierst die damit aber nicht zufällig, ne? Mhm. Nee. So wie ich das verstanden habe, kriegen sie jetzt 3 Schaden und ich glaube, ich darf einen Attack Modifier ziehen. Nee, sie kriegen 2 Schaden. Wieso? 2 damage instead.
2 Damage instead, also stattdessen bekommen sie 2 Damage. Ich habe das so verstanden, dass das nochmal dazugenommen wird. Nee, nee, es sind stattdessen 2 Schaden. Okay. Instead. Also ziehst du einen Attack Modifier? Okay, dann aber noch. Nee. Also wir lesen von oben bis unten. All adjacent allies and enemies suffer 1 Damage. Das passiert als erstes. Sie bekommen 1 Schaden. Dann bewegt er sich 4 Punkte. Und danach kriegen nochmal alle 1 Schaden. Beziehungsweise dann kriegen nochmal alle 2 Schaden. Ah, nee, es bekommen. 2 Damage, doch. Er macht einen Schaden, dann macht er seinen Move, dann bekommen alle 2 Schaden. Genau, das vordere Skelett kriegt noch einen weiteren Schadenspunkt. Fertig. So ist richtig. So, dann bist du durch. Schwierig geschrieben. Service Cracker, dann ist der Tinkerer dran. Ich mache einen Move 4 und Heal 3. Move 4. 1, 2, 3, 4. 4, ich bleib da stehen. 3. Und dann heile ich dich nochmal um 1, 2 Punkte und du bist wieder auf 10. Damit bin ich durch, die Archer sind dran. Archer sind im Nachteil aktuell, das heißt, sie bewegen sich raus, wenn sie es dürfen. Dürfen sie sich bewegen? Sie bewegen sich ein Feld weg, wenn sie es dürfen, ja. Ja, können sie sich bewegen diese Runde? Guck mal nach. Ja, sie haben einen Punkt Bewegung. Gut, dann gehen sie alle beide ein Feld weiter weg und... Schaden? Archer machen plus 1, das heißt, der Elite macht 4 und der Normale macht 3. Ja. 4 auf den Tinkerer, das bin ich. Nein, die Archer schießen nicht auf dich. Warum nicht? Weil der Crackhart und ich hier wesentlich näher dran stehen. Oh, und? Die schießen auf den Nähesten und nur wenn 2 Feinde gleich weit entfernt sind, zählt die Inni. Dann bekommt Crackhart 4 Schaden. Und dieser Archer schießt auch auf Crackhart. Tatsächlich. Und nochmal, was waren das? 3, minus 1 und 2. Gut, dann sind die Archer durch. End Round. So, ich werde eine Short Rest machen. Und ich kann tatsächlich jetzt nur noch einmal agieren und dann bin ich zu Ende, falls der Tinkerer nicht noch seine Karte hat, mit der er mir Discarded Karten wiedergeben könnte. Kann ich. Dann hätte ich noch einen weiteren Zug. Aber nur wenn du neben mir stehst. Ich könnte mich neben dich stellen, das wäre aber eine Verschwendung meines Angriffs, wenn ich die Living Bones da angreife. Wir werden das schon hinkriegen. Oh, los, Karten. Du kannst dich aber 2 Felder bewegen, das heißt, ich könnte mich... Ach nee, ich müsste mich hier... Ah nee, geht sowieso nicht. Warte. Dann... werde ich das so rummachen, clevererweise. In der Hoffnung, dass der Crackhart sich zu den Archern bewegt. Ich hätte mich jetzt mitten reingestellt. Das wäre sehr gut, wenn du das machen könntest. Let's go. Living Bones, 12. So, die Living Bones. Was machen die diese Runde? Nur noch eine? Wir brauchen nur den normalen. Die Living Bones haben Shield und Heal 2 Self. Okay, plus 2. Gut, dann der Quattro Tinkerer, das bin ich. Dann, ich möchte auf Range 2 mit Attack 5 eine Karte losten und dann schauen wir mal, cracken. Mache ich 6 Schaden an den Bones, damit ist er raus. Und guck gerade mal, das war die eine, dann kann ich mich nur noch quasi bewegen, beziehungsweise ich darf mich nicht bewegen, weil ich die untere genommen habe, der Rest verfällt. Archer. Ja, die Archer greifen beide den Crackhart an, tatsächlich. Oh oh. Das ist zuerst der Elite-Archer. Die haben Attack minus 1. Oh, sie haben Target 2 diese Runde. Dann greifen sie dich auch an. Das heißt, sie greifen tatsächlich mich und den Crackhart an.
Er ist der Elite-Archer auf den Crackheart mit minus 1. Hat sowieso minus 1, das ist ein Schaden. Ja, und für dich auch den gleichen. Nee, dafür zieht er mehrere Ziele, ziehen mehrere Modifikatoren. Nur Flächeneffekte ziehen einen Modifikator für alles. Zieht also nochmal einen. Ziehst du nochmal einen Modifikator? Plus 1. Plus 1, minus 1, dann sind das 3 Schaden für mich vom Elite-Archer. Ja, mach hier. 1, 2, 3. Achso, hast du jetzt schon. 1, 2, 3, dann setz dich hier wieder nach oben. Gut. Dann ist der nächste Archer dran. 1, 2, 3. So, der nächste Archer. Auch minus 1 und 2 Targets. Erst Schuss auf den Crackheart. 1 plus Modifikator. Sind 3 Schaden. Jetzt muss ich meine letzten beiden Karten abwerfen. Ist das so? Dixi Karte ab. Und der nächste Schuss auf dich mit einer minus 1. Minus 1 macht dann keinen Schaden. Dann ist der Archer durch, Human Scoundrel. Scheiße bin ich. Ach, fuck. Kann doch nicht wahr sein. Das ist ja richtiger Mist. Was ist denn los? Ich mache 2 Schaden weniger, wenn die Gegner nicht neben dir stehen. Deswegen dachte ich, wenn ich 86er Ini habe, dass du dich vorher bewegst, aber du hast eine 87er Ini. Dann kann ich nur noch Move machen. Nehme den einen Coin noch mit. Falle jetzt aus der Map raus. Und werde einen Dreierangriff auf Bandit Archer 2 machen. Plus 0 sind 3 Schaden. Dann bist du durch und das Service Crackheart ist dran. Also, so. Frosty, hör mir mal zu. Ich habe jetzt 2 Karten auf meinem Ablagestapel. Wenn man Long Rested, bekommt man die am Ende der Long Rest zurück, muss aber eine davon abwerfen. Das heißt, dann bist du ich tot. Kann jetzt noch einmal eine Long Rest ansagen. Nein, du bist raus. Wenn die. Nein, pass auf. Ich könnte jetzt noch eine Long Rest ansagen und wäre nach dem Zug dann Game Over, weil ich keine Karten mehr legen kann. Wenn du aber bevor, also vor INI 99, mir meine Karten zurückgeben kannst, habe ich keine Karte auf dem Discard-Pile, die ich abwerfen kann und muss deswegen keine abwerfen. Damit könnte ich noch eine Runde weiter agieren. Ach so, meinst du das? Ja, du müsstest also nur an mich rankommen irgendwie. Okay, ja, hört sich. Nee, kann ich nicht. Das sind. Weil ich muss. Die Fähigkeit ist auf dem unteren Feld, das heißt, ich kann nicht an dich ranlaufen. Geht nicht. Dann bin ich wohl raus. So, ich mach mal meinen Zug. Ich bewege mich S2. All Justin's enemies and allies suffer one damage. Ich hatte nicht erwartet, dass du jetzt in mir stehst. Also. Alles gut. Aldo. Das ist sowieso jetzt gleich raus. Also ist egal, was mit Tool kann das. So, ich hab dir den schon abgezogen. Dann Attack. Und der Attack ist nochmal Range Attack. Ja, das heißt, du beziehst 2 Stapel. Mal 2 Stück. Wieso 2 Stück? Ich greife da nur einen an. Nee, weil du auf Nahkampf angreifst. Mach mal. Ach so, das meinst du. Okay, ja. So. Plus 1 und 0. Dann machst du eine 0, dann machst du 3 Schaden an dem einen. Genau. All allies and enemies agent to the title. Dann greifst du den unteren beide an. Beide tot. Beide tot? Ja. Dann ist das Szenario gewonnen. Als der letzte Bandit tot ist, schnappt ihr nach Luft und stehlt euch gegen die Vision wandelnder Kadaver, die euch das Fleisch von den Knochen reißen. Euer Ziel ist nicht unter den Toten und euch schaudert bei dem Gedanken, welche Grauen in den Tiefen der Katakomben warten.